Hört die Worte des Propheten Sandona. Der große Tag des Herrn ist nah. Dieser Tag wird ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal und der Angst, ein Tag des Wetters und des Ungestüms. So sagt es der Prophet und so sag ich es euch. Gottes Zorn wird all jene treffen, die unrein in Körper und Geist sind, und er wird keine Gnade walten lassen, sie endgültig zu zerschmettern. Doch für all jene, die reinen Herzens sind, für all jene, die sich Puritas Cordis nennen, ist der Tag der Errettung nahe, denn sie werden nicht von der Welle des Umbruchs hinfortgerissen. All jene, die unserer Gemeinschaft Puritas Cordis angehören, werden auf dieser Welle einer neuen Zukunft entgegengetragen, in eine neue Weltordnung, ein neues Reich Gottes! Lobet den Herrn! Preiset Puritas Cordis! Ja, ist gut jetzt. Ich mach den Mist mal aus. Was ist denn das für eine Gestalt? Und wie seltsam veranlagt muss man sein, um so einer Sekte wie Puritas Cordis beizutreten? Denn seht, die Apokalypse ist nah und all jene werden im ewigen Höllenfeuer braten, die nicht sofort ihr gesamtes Geld auf unsere Schweizer Bankkonten überweisen. Ach, sowas regt mich echt auf. Auch du, liebe Nina, wirst im Höllenfeuer braten, wenn du da weiterhin so doof rumstehst. Wir gucken erstmal ins Tagebuch. Angst als Marketing. An Bord der Calypso. Der Fernsehprediger Pat Shelton scheint die allgemeine Hysterie bezüglich der aktuellen Naturkatastrophen und des Klimawandels auszunutzen, um Mitglieder für seine apokalyptische Sekte Puritas Cordis zu rekrutieren. Nina lässt sich davon allerdings wenig beeindrucken und vertraut eher ihrem Vater und dessen wissenschaftlichen Kollegen, die sich auf der UN-Vollversammlung in New York mit diesem Thema beschäftigen. Gut, also im Endeffekt ist Puritas Cordis ein anderes Wort für Scientology. Und anstatt Tom Cruise heißt der Typ Pat Shelton. Naja, sonst ist alles gleich. Sitzt denn die Tussi hier noch? Ne, dafür gibt es ein schönes Aquarium. Ach, was schön. Fische. Flaschenöffner. Ein einfacher Flaschenöffner. Nicht besonders formschön. Aber bestimmt praktisch. Nimm mal mit. Wunderbar. So, was gibt's hier noch? Rosen. Rosen für Max, falls er irgendwann mal wiederkommt. Ich stell gerade fest, dass ich eigentlich viel zu selten Blumen geschenkt bekomme. Leute, bitte schenkt der Nina Blumen. Bitte. Sie freut sich drüber, sehr sogar. Ich finde, dass ich diese Blumen wirklich verdiene. Oh ja, und wie? Natürlich verdienst du die im Brötchen, verdienst du auch. Mit deinem Hintern noch ein bisschen dicker wird. Was haben wir denn da? Das Foto eines kleinen Seriendarstellers, der wohl irgendwann mal mit diesem Schiff gefahren ist. Ah, genauso eine Berühmtheit wie vorne der Bürgermeister von Brunsdorf. Alles nur Berühmtheiten. Hier ist noch ein Platz für dich, Nina. Ein leerer Rahmen. Entweder hing hier mal ein Bild oder es soll noch eins rein. Eins von dir, Nina. Die Adventure-Größe Nina Kalenko. So, wir müssen irgendwo die Frau Dingen suchen. Jordan, über den Jordan. Die ist hoffentlich über den Jordan. Ja, hier geht's hier ab. Ah, der gefällt mir, den quatschen wir an. Nicht gerade ein Tom Cruise, aber immerhin. Was? Schönen guten Tag. Ja, nicht wahr? Genießen wir ihn, solange es noch geht. Wie meinen? Der Klimawandel mit all seinen schrecklichen und noch immer unabsehbaren Folgen. Brennende Ölfelder im Nahen Osten, Bürgerkriege und dann das schreckliche Erdbeben in Japan. Ich sag ihm, bald wird die ganze Welt in Flammen stehen. Oh, wie passend. So schlimm ist es ja nun auch wieder nicht. Gut, es gibt eine ganze Menge großer Probleme auf der Welt, aber früher oder später... wird es vorbei sein, genau. Ich sag ihm, wenn die Erde uns nicht mehr will, kann niemand etwas dran ändern. Okay, also das mit dem Erdbeben in Japan, das war jetzt echt passend. Naja, okay. Wir sprechen mal über die Schlüsselkarten. Ach, da liegen ja auch welche. Die Schlüssel hier auf dem Tresen sind von Gästen? Kann man die hier abgeben? Ja. Der Portier ist nicht immer an seinem Platz, weil er auch noch andere Aufgaben zu erledigen hat, während wir auf See sind.
Deshalb können die Gäste hier den Schlüssel abgeben, solange sie sich zum Sonnenbaden oder Schwimmen auf dem Hinterdeck aufhalten. Sie haben Ihren aber hier nicht abgegeben, oder? Nein, habe ich nicht. Gut, ich komme da in den ersten Tagen nämlich immer leicht durcheinander. Telefonnummern kann ich mir bereits nach dem ersten Wählen jahrelang merken. Aber Menschen und Gesichter sind echt nicht meine Stärke. Sehr interessant. Das sollte ich mir merken. Oh, okay, dann ist das bestimmt noch wichtig. Was weiß der denn so über die Predigt? Ich habe gerade diese schreckliche Predigt von einem noch schrecklicheren Kerl im Fernsehen verfolgt. Kann es sein, dass Sie das auch gesehen haben und leicht zu beeindrucken sind? Sie meinen Pat Shelton? Mag sein. Sind Sie etwa auch einer von denen? Sollten wir nicht alle an etwas glauben, dessen Eintreffen unvermeidlich ist? Sehen Sie sich doch um. Die Welt spielt verrückt. Überall diese schrecklichen Katastrophen. Genau wie es die Bibel vorausgesagt hat. Das kann kein Zufall sein. Ich sag Ihnen, der Tag der Apokalypse ist nah. Und dann werden nur die überleben, die reinen Herzens sind. Das hat Pat Shelton gesagt. Und ich hab gesagt, Hanebüchner Humbug. Und Pat Shelton hat gesagt, dass wir alle in Frieden und ohne Angst zusammenleben werden, sobald die Welt wieder rein ist. Das wollen wir doch alle, oder? Endlich keine Angst mehr haben. Die Angst wird doch von solchen Leuten wie diesem Shelton gerade erst erzeugt. Seine Puritas Cordis, oder wie die heißt, kann doch nur existieren, weil die Leute sich mit ein paar seltsamen Prophezeiungen und Andeutungen Angst machen lassen. Wenn Sie meinen, ist nur schade... Was ist schade? Dass ein so nettes Mädchen wie Sie hinweggefegt wird, wenn die große Flut kommt. Dem ist nicht mehr zu helfen. Ach, so ein Irrer, der Typ. Ich dachte, der wäre cool. Ich werde mir dann schon mal ein sicheres Plätzchen für den Fall eines plötzlichen Weltuntergangs suchen. Okay, da sitzt schon mal unsere Freundin Frau Jordan. Zahnstocher. Die ideale Möglichkeit, sich auch Tage nach der eigentlichen Mahlzeit noch eine kleine Portion seiner Lieblingsspeise zu gönnen. Nina, du bist ekelhaft. Aber nimm mal einen mit. So, was haben wir hier? Dance Fever? Ein großes Poster von einem winzig kleinen Popstar. Winzig klein stimmt natürlich nicht, ist eher symbolisch gemeint. Ich will ja nichts sagen, aber auf den stehen doch nur waschechte Tussis, oder? So wie du. Nimm mal mit, siehste? Guckst du dir nämlich abends schön immer an. Der dient wohl eher Dekorationszwecken, denn als Rettungsring ist er viel zu klein. Aber doch nur, weil du so ein dickes Popöchen hast und da nicht durchpasst. Ich gehe einfach mal davon aus, dass ich den nicht brauchen werde. So, CDs. Ein Stapel mit CDs. Die scheinen hier wohl als moderne Untersetzer benutzt zu werden. Tja, auch die Bierdeckel müssen eben mit der Zeit gehen. Ist auch geil, wir klauen hier einfach alles. Und der Barkeeper steht da nur rum. Und der Oscar spielt Tischtennis ganz alleine. Auch cool. Und Frau Jordan liest in einer Riesenzeitschrift. Guckt mal da, was da vorne drauf ist. Erkennt ihr das? Das ist das Cover von Geheimakte Tunguska. Wie cool! So, gibt's hier sonst noch irgendwas? Da sind die Schlüsselkarten. Tischtennisplatte, da ist der Junge. Quatschen wir den mal an. Wenn er uns nicht wieder verarschen will. Hallo Oscar. Oh, hallo Nina. Du, ich habe mal eine ganz wichtige Frage. Hast du gestern gesehen, wie jemand in meine Kabine gegangen ist? Nein, wieso? Weil meine Handtasche verschwunden ist. Da sind sehr wichtige Sachen drin und das ist auch ganz bestimmt kein Spaß. Ich hab dir nichts weggenommen. Die Sachen lagen da ja schon rum. Ich wollte doch nur spielen. Ich hab dir alles wiedergegeben, ganz ehrlich. Ich hab nämlich mal die Tasche von meinem Onkel versteckt und da waren seine Medikamente drin. Er wäre fast gestorben und mein Vater wurde ganz furchtbar wütend. Deshalb mache ich sowas auch nicht mehr. Ist schon gut, ich glaub dir ja. Aber du hast wirklich niemanden in der Nähe meiner Kabine gesehen? Nein, wirklich nicht. Fein, dann will ich dich nicht weiter vom Spielen abhalten. Viel Spaß noch. Dankeschön, Nina. Ach, wie freundlich der doch ist. Der Best Boy mit seinem coolen T-Shirt. So, jetzt gehen wir aber erstmal nochmal hier hinten zum Pool. Bevor wir die Frau Jordan ansprechen. Ach du Scheiße, er wieder.
durchtrainiert, braun gebrannt und trotzdem so sexy wie 2 Pfund gehackt ist. Ja, finde ich auch, Hallo. Oh, hallo Zuckerschnäuzchen. Oh Gott. So ein respektloser Kerl. Unfassbar. Der braucht mal eine Lektion. Gut, dass Sie da sind. Ich brauche dringend neue Sonnencreme. Meine ist leider ausgegangen und hier an Bord scheint es keine zu geben. Tja, das Leben ist manchmal grausam. Sie sagen es. Wenn Sie welche auftreiben können, bringen Sie mir doch bitte was davon mit, ja? Klar, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun. Hier ist die leere Tube. Genau so eine muss es wieder sein. Meine makellose Haut ist ziemlich empfindlich und die Sonnencreme reichte leider nur für meine durchtrainierte Vorderseite. Ohne Sonnencreme kann ich mich nicht auf den Bauch legen. Und wenn ich mich nicht auf den Bauch legen kann, dann kann ich nicht gleichmäßig braun werden. Sie sehen also, ich habe da ein echtes Problem. Ja, das ist mir schon bei unserem ersten Gespräch aufgefallen. Ja, Nia ist so cool, aber sie nimmt die Sonnencreme. Okay, wir müssen dem bestimmt irgendwas da reinfüllen. Irgendwas, was keine Sonnencreme ist. Oh, das wird so lustig. Ich weiß nur noch nicht, was. Haben wir denn schon irgendwas? Nee. Oh, das wird so cool. So, Frau Jordan, jetzt bist du hier dran. Alte Zicke. Na, was lesen Sie denn da? Ein Märchenbuch zur Weiterbildung? Ja, aber ich bin mir sicher, dass ich Sie mit überflüssiger Bildung nur langweilen würde. Sie haben bestimmt auch noch unglaublich wichtige Sachen zu erledigen. Deshalb will ich Sie nicht weiter aufhalten. Keine Sorge, Sie halten mich nicht auf. Ich wüsste nur gerne, ob die tollen Geschichten, die Sie dem Kapitän erzählt haben, vielleicht in irgendeiner Weise mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun haben könnten. Was wollen Sie damit andeuten? Ich will gar nichts andeuten. Ich frage Sie gerade heraus. Haben Sie etwas mit dem Einbruch in meine Kabine zu tun? Was? Das muss ich mir nicht gefallen lassen. Und ich muss mir nicht gefallen lassen, dass Sie überall herum erzählen, ich würde gegen Türen laufen. Zuerst dachte ich ja, Sie wollen sich einfach nur wichtig machen. Aber dann habe ich bemerkt, dass meine Handtasche weg ist. Etwas seltsame Zufälle, finden Sie nicht? Also das ist eine bodenlose Frechheit. Verschwinden Sie! Aber... Hauen Sie ab oder ich fange an zu schreien! Frauen, schlimm. Keine sachliche Unterhaltung kann man mit Ihnen führen. Aber ich bin mir sicher, dass sie was mit dem Verschwinden meiner Handtasche zu tun hat. Ich muss es ihr nur beweisen. Irgendwie. Oh, was eine Zicke, die Alte. Ein Verdacht. An Bord der Calypso. Das Verhör mit Katharina Jordan erfolgt nicht sonderlich erfolgreich. Dennoch erhärtet sich der Verdacht, dass sie etwas mit dem nächtlichen Überfall auf Nina und dem Verschwinden ihrer Handtasche zu tun hat. Vielleicht lassen sich in der Kabine von Katharina Jordan irgendwelche Beweise finden. Aber wie soll Nina dorthin gelangen? Mit der Schlüsselkarte von dem sexy Barkeeper vielleicht?